Über 100 Jahre Osterkonferenz. Über 100 Jahre Segen. Volle Hallen, begeisterte Teilnehmer, engagierte Redner, coole Bands, Chöre und fantastische Mitarbeiter. Und dann 2020. Die Osterkonferenz fällt wegen Corona aus. Trotzdem wollten wir gemeinsam Ostern feiern. Deshalb Osterkonferenz 2021. Online. Und dann in der Woche vor Ostern. Nur 35 Personen sind in der Halle erlaubt. Viel mehr Mitarbeiter in der Vorbereitung. Und jetzt eine fette Produktion. Ohne Backups und doppelten Boden. Wir haben Sturm gebetet und aufgebaut. Eine ganze Halle voller Technik gepackt, zu einem Studio umgebaut, geprobt, gearbeitet, was das Zeug hält. Und dann ging es los. Erstes Willkommen am Samstag. Pre-Show Talk. Bimmy und Jona grooven sich ein. Es läuft. Tom Sames aus Augsburg predigt in Session 1. Danke, Jesus. Und dann noch echte Begegnungen in der virtuellen Osterkonferenz auf Gathertown. Wir freuen uns. Sonntag. Das Grab ist leer. Der Stein ist weg. Yassir Erik bewegt mit seiner Geschichte viele Leute am Bildschirm und auch uns in der Halle. Jesus lebt. Endeavor Worship überzeugt mit Power und strahlt für Jesus und die Wette. Witziges Quiz zu den Seminaren. Andreas verliert. Und hey, die Kids-Konferenz geht voll ab mit den Geschichten von vier Freunden. Clara, Tim, Babsi, ihr sprechender Rabe, der Schlaumeier und Jo. Und den Angeboten für Familien. Sonntagabend. Samuel Hauptner gibt alles. Hammer Predigt und authentische Message. Jesus ist hier. Das sind die Facts. Über 20.000 Aufrufe der Inhalte, auch über die Osterkonferenz hinaus. Danke an alle, die mitgemacht, geschuftet, gespendet und gebetet haben. Gott hat uns reichlich gesegnet. Und jetzt? Ende? Nein. Osterkonferenz 2022. Gunzenhausen. 16. bis 18. April. Wir suchen dich. Sei dabei als Mitarbeiter. Melde dich bei michael.tummert@osterkonferenz.de.